Fimo, eine ofenherdende Modelliermasse, mit der man so viel Sachen machen kann. Und in diesem Video zeige ich, wie man aus eben Fimo und einem alten T-Shirt bzw. Jersey-Stoffresten ein Wickelarmband anfertigen kann. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's! An Material für das Wickelarmband benötigt ihr einen Jersey-Stoff und eine Schere, um diesen eben zu schneiden. Wichtig dabei ist, dass der Stoff auf beiden Seiten durchgefärbt ist. Es gibt Jersey-Stoffe, da ist die Rückseite weiß. Das ist sehr ungünstig, weil wenn sich das Band dann dreht, würde man natürlich das Weiße sehen. Dann benötigt ihr Fimo. Es gibt verschiedene Sorten Fimo. Es gibt Fimo Soft, Fimo Effekt und Fimo Professional und auch Fimo Kids, aber das habe ich zurzeit nicht da. Unterschied hierbei ist einfach nur die Härte. Fimo Kids ist besonders weich, dann kommt Fimo Soft, Fimo Effekt gehört zu dieser Reihe und Fimo Professional ist etwas fester, damit man eben länger mitarbeiten kann. Dann benötigt ihr ein Messer. Also ich habe jetzt hier so ein spezielles Fimo-Messer, könnt ihr aber auch ein ganz normales Haushaltsmesser nehmen, einfach nur um ein Stück von dem Fimo abschneiden zu können, kann man auch mit den Finger abbrechen. Dann einen Ausstecher. Der hier ist jetzt rund, man könnte natürlich eine andere Form nehmen und der hat jetzt 4 cm. Außerdem benutze ich noch diese Filzstiftkappe auch als Ausstecher. Mit mache ich mein Loch, wo man eben dann das Band durchfädelt und einen Strohhalm. Den nutze ich auch als Ausstecher für ein Loch, um da auch den Faden durchmachen zu können. Dann benutze ich solche Strukturplatten. Man kann auch einfach einen Stempel verwenden, um etwas reinzumachen oder tatsächlich einfach mit dem Messer was reinritzen. Oder man macht nur einen Marmoreffekt mit zwei verschiedenen Fimo-Farben. Kann jeder machen, wie er möchte. Wenn das Fimo gebrannt ist, gehe ich danach hin und pinsle etwas Acrylfarbe auf, damit das in die Ritzen reingeht. Genau. Und dann braucht man noch etwas zum Ausrollen vom Fimo. Da habe ich jetzt hier so einen Acrylstab. Aber man kann dafür auch irgendeine Flasche nehmen oder ein Einmachglas. Und man benötigt einen Untergrund, einen möglichst glatten, worauf man das Fimo ausrollen kann. Ich benutze hierfür eine alte Tortenplatte aus Glas. Das Fimo muss immer erst gut weich geknetet werden, einfach, dass man es besser auswälzen kann. Wenn es schwierig weich zu kneten geht, weil der Fimo schon etwas älter ist, ist der Weichmacher rausgegangen. Dann kann man entweder hingehen und kann das Fimo anwärmen und dazu etwas auf die Heizung legen. Oder man kauft sich sowas. Das nennt sich Mixquick. Das ist von Fimo. Das kann man einfach unterkneten und dann wird er wieder weicher. Normalerweise nutze ich zum Auswälzen eine Nudelmaschine, die ich nur noch für Fimo benutze. Aber weil viele die nicht zu Hause haben oder ihre Nudelmaschine dafür vielleicht nicht verwenden wollen, weil danach kann man natürlich keine Lebensmittel mehr damit herstellen, zeige ich es jetzt mit dem Acrylstab, mit dem Ausrollen. Sollten Luftblasen darunter kommen, kann man sie einfach mit einer Stecknadel aufpieksen. Wie zum Beispiel hier ist eine Luftblase. Piekse ich einmal rein, drücke so drauf, dann ist die Luft draußen. Und bei dem Weiterwälzen geht das Loch auch zu. Wenn es nicht so schnell zugeht, kann man auch so mit den Fingern von allen Richtungen mal so ein bisschen drüber streichen. Und dann schließt sich auch wieder das Loch. Auf jeden Fall groß genug. Ich nehme jetzt meine Strukturplatte und drücke das auf. Erstmal mit den Fingern, damit sie auch nicht mehr verrutschen kann. Gehe dann wieder mit meinem Acrylstab darüber. So, das Muster hat sich übertragen. Ich nehme meinen Ausstecher, suche mir eine Ecke aus, die mir besonders gut gefällt. Ich nehme jetzt diese hier, steche es aus. Dann muss ich ein Loch ausstechen, wo dann später der Fimo-Stab durchpasst. Machen wir mal so hier. Nicht ganz so am Rand, damit es nicht kaputt bricht. Gegenüber ein Loch für den Stoffstreifen. Und für den Riegel auf der anderen Seite nehme ich einfach das Messer und schneide mir hier einen Streifen. Der muss länger sein, als das Loch breit ist. Und er muss auch durch dieses Loch durchpassen. Und mache auch mit dem Trinkhalm hier auch nochmal in der Mitte ein Loch rein. Hier entstehen manchmal so Kanten. Die kann man auch so ein bisschen mit dem Finger ein bisschen wegwischen. Aber sobald es gehärtet ist, das Fimo, kann man auch nochmal mit Schleifpapier ein bisschen drüber schmirgeln oder mit einer Nagelfeile. Das wird jetzt, wie es auf der Verpackung steht, bei 110 Grad für 30 Minuten in den Ofen gegeben und danach ist es hart. Ich habe hier eine ganze Kiste, wo Stoffstreifen draufsteht. Und da habe ich tatsächlich in den vergangenen Jahren einige Stoffreste gesammelt, mit denen ich eben diese Armbänder machen kann, in allen Farben. Und ich habe auch diese vielen Stoffreste, weil ich eben mal bei einer Adventskalenderaktion mitgemacht habe und ich da eben 24
Armbänder für hergestellt habe, eine ganze Menge gemacht, um eben dann genügend zur Auswahl zu haben. Schneide jetzt aus diesem T-Shirt Streifen aus. An sich habe ich genug, aber ich möchte es euch ja zeigen, wie ich das eben mache. Bei einem T-Shirt schneide ich einfach erstmal den Rand ab. Die Stoffstreifen sollten so circa 1 Meter lang sein, damit man sie auch schön wickeln kann. So, und das ist unser Stoffstreifen, den wir dann eben um das Handgelenk drumherum wickeln können. So, der Anhänger ist ausgehärtet im Backofen die 30 Minuten. Und ich habe mich jetzt für diese 3 Farben entschieden: Indigo, Blau, Grün-Gelb und Elfenbein. Dann nehme ich einfach einen Pinsel, der schon etwas fester hier ist. Ich fange jetzt einfach erstmal mit dem hellen an. So aufbringen, dass es schön in die Struktur reingeht, dass in den Vertiefungen eben die Farbe hängen bleibt. Etwas antrocknen lassen und dann mit einem Zewa einfach drüber gehen. Die Farbe einfach von den Erhebungen abstreichen. Und auch vom Rand, es sei denn, man möchte natürlich da die Farbe haben. Kann das Zewa auch ein bisschen anfeuchten, damit es ein bisschen besser abgeht. Aber eben nicht so viel, sonst wischt man die Farbe wieder weg. So, das ist jetzt getrocknet, die Acrylfarbe. Und dann nehme ich einfach meinen Stoffstreifen und fädle das Ende hier durch und mache einen einfachen Knoten rein. Damit ihr noch schöner aussieht, schneide ich das hier nochmal ab. Und das andere Ende kommt dann an die andere Seite. Und auch einfach wieder einen Knoten reinmachen. So, je nachdem, wie lang man das jetzt hat, kann sein, dass man nochmal ein Stück abschneiden muss und nochmal einen neuen Knoten reinmachen muss, je nachdem, wie oft man es eben drumherum wickeln möchte. Da seht ihr jetzt schon, okay, ich komme nicht ganz rum. Viel lockerer will ich es aber vielleicht auch nicht machen. Deswegen muss ich noch mal ein Stückchen abschneiden, damit ich circa dahin komme. Nochmal abschneiden. Und einen neuen Knoten rein. Durch das Loch jetzt hier dieses Stück durchfädeln. So ein bisschen so, damit es gleichmäßig ist. Und voila, hat man ein Wickelarmband gemacht, das auch sehr bequem ist, im Winter auch ein bisschen wärmt und sogar auch ein bisschen das Handgelenk stützt. Hier sehen Sie nochmal die 4 Fimo-Wickelarmbänder, die ich zurzeit besitze. Dieses habe ich gerade in diesem Video gemacht. Dieses hier wurde mit der gleichen Methode gemacht, das heißt erst geprägt, dann mit Acrylfarbe bemalt. Das Fimo, das ich hier gewählt habe, war Perlmutt Fimo. Und hier die beiden habe ich jeweils bestempelt mit normaler Stempelfarbe. Wobei ich hier transparentes Fimo genommen habe und habe braunes Fimo darüber gerieben. Deswegen wurde es so ein bisschen elfenbeinmäßiger. Und hier habe ich Stempelfarbe benutzt, die kupferfarben ist.